Wir haben zwei Unimogs laufen bei uns. Das ist unser neues Herzstück. Wir haben schon einen alten Unimog gehabt, der ist 23 Jahre dienstversehen bei uns. Dann war die Konfrontation mit der Gemeindeführung, ob wir eine Neuanschaffung tätigen. Und nach vielen Wehen und Mühen haben wir dann sich durchgesetzt und haben unseren neuen Unimog bekommen, mit dem wir seit mittlerweile 2 Jahren unterwegs sind und sehr glücklich sind. Fahren tut er bei uns hauptsächlich im Winterdienst und den Rest vom Jahr haben wir diverse Transporttätigkeiten durchzuführen. Wir bergen Baumstämme umgefallen aus der Triesting, aus unserem Fluss. Wir fahren im Herbst Laubsaugen damit, da gibt es einen Aufbau dafür. Wir machen Hackschnitzel selber. Wir können mit unserem Unimog fast alles machen. Darum haben wir auch darauf gedrängt, dass es so ein Produkt wird. Uns wurden viele angeboten, aber mit dem U218 nach einigen Testfahrten im Vergleich zu unserem alten 1400er waren wir restlos überzeugt. Beim U218 haben wir einen Joystick, ein Halbautomatikgetriebe. Der Fahrer wird entlastet, ich habe eine Hand frei, ich kann problemlos arbeiten und von der Geräuschkulisse ist es ein immenser Unterschied vom Sitzkomfort her. Es ist nicht ermüdend, man steigt nach 8-9 Stunden aus dem Lastwagen raus und ist nicht K.O. Also maximale Entfernungen bei uns im Jahr liegen so bei 80 bis 100 Kilometern, eine Strecke. Und da holen wir dann im Winter die Christbäume. Ist auch gut, dass er geländegängig ist. Da können wir in den Wald hineinfahren. Er ist eigentlich universell einsetzbar und darum war auch unsere Wahl.